Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost. Heute mache ich mit euch einen Schweinekrustenbraten. Hier haben wir zwei schöne Stücke, 3,4 Kilo jedes. Des Weiteren brauchen wir Brühe oder Wasser. Entweder Wasser mit Salz oder Brühe, erkläre ich euch gleich warum. Und dann brauchen wir so einen Bund Suppengemüse. Ich habe hier vom Sellerie diese Stücke, die verarbeite ich. Dann eine Stange Lauch, 3 Champignons, Umami-Geschmack, Karotten, 2 Zwiebeln. Und dann habe ich hier drin ein bisschen 2 kleine Nelken, 4-5 Wacholder und 15 Pfefferkörner und Lorbeeren. Das ist das, was wir brauchen für den Soßenansatz. So, jetzt machen wir uns das so. Ich habe den Ofen auf 120 Grad vorgeheizt. Jetzt macht ihr euch entweder Wasser mit Salz rein, so dass es so ein bisschen salzig schmeckt, nicht übertrieben. Auch nicht zu viel Wasser. Und dann legen wir uns den Aufrissschwarte rein. Wenn ihr jetzt nur ein Stück habt, dann macht ihr das natürlich rein. Ich habe jetzt hier die 2 Stücke. Und dann kommt das für eine halbe Stunde unten im Ofen rein. Das war es eigentlich auch schon. Der Vorteil hat, die Schwarte wird weich und dann können wir die gut anschneiden. Und dann braucht ihr euch jetzt kein Abkämpfen. Oder ihr habt ein super scharfes Messer, dann könnt ihr das auch gleich machen. Aber das ist immer, so hat es schon ein bisschen Geschmack von der Brühe, die Schwarte. Und ich finde das persönlich so besser. Aber das müsst ihr natürlich dann alleine wissen. Gut, das haben wir jetzt hier drin. Das kommt jetzt im vorgeheizten Ofen. Es muss nicht vorgeheizt sein. 120 Grad. Soll auch nicht groß kochen. Bevor das in den Ofen reinkommt, wird das natürlich auch noch ein bisschen salzen. Ne? Die Brühe hat zwar geschmeckt, aber das Fleisch, da muss ja auch ein bisschen was reinziehen. Ne? Das ist auch nicht zu viel, auch wenn manche öfters mal schreiben, ich mache immer zu viel. Nee, das passt schon, glaub mir. Ich muss das seit 45 Jahren und ein bisschen Gefühl habe ich dafür. Obwohl ich sagen muss, ich koche von Haus aus kräftig. Daher, wer das nicht so kräftig macht, der muss dann eben ein bisschen wenig. Gut, das kommt jetzt im Ofen. Halbe Stunde. So, dann habe ich hier für den Soßenansatz. Den schwitzen wir uns im Topf an. Ich habe einen Soßenansatz als Filmruhm, wenn ihr darauf anklickt. Guckt euch den in Ruhe an. Das machen wir jetzt hier ein bisschen auf die Schnelle, weil ja der Schweinebraten zählt. Die Schale kann dran sein. Das ist nur für den Soßenansatz. Ach ja, eine Chilischote. Ja, ihr wisst ja, ne, wer mich kennt. Das wird alles angebraten. Das könnte ein wenig sellerielastig sein, aber das möchte ich jetzt in dem Fall so haben. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch auch gerade zum kurzen Braten passende Biersoße, aber da wir ja hier ohne Alkohol kochen und auch keinen alkoholfrei nehmen kann, wegen dem Geschmack, deswegen, das könnte manche dann stören. So. Wir können das alles vorher heiß werden lassen, aber ich habe noch so viele Sachen auf dem Zettel, ich mache mir das alles klein. Die Champignons sind eigentlich nur da für Geschmack, für Umami. So. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch ein bisschen Sand drin ist. Ja, hier zum Beispiel, das müssen wir alles auswaschen. So, das wird jetzt auch noch geschnitten, dann kommt das Ganze in den Topf und dann braten wir uns das einfach an, löschen das ein paar Mal ab, mit Wasser, mit Rotwein oder wie auch immer, damit wir einen schönen Soßenansatz haben. Wie gesagt, Soßenansatz habe ich oben als Film, verlinke ich euch hiermit gleich nochmal. Und dann könnt ihr den ganz in Ruhe euch angucken. Dann nehmen wir nachher die restliche Brühe für und füllen das mit auf. Gut, das war's erstmal. So, das ist jetzt hier der Soßenansatz. Ihr könnt sehen, da unten bildet sich schon so ein paar Röststoffe. Dazu habe ich noch nicht erwähnt, kommt noch 2 Esslöffel Tomatenmark rein. Und das löschen wir dann, wenn noch ein paar mehr Röststoffe sind, löschen wir das immer wieder mit bisschen Wasser ab, nur ganz bisschen. Aber wie gesagt, ich habe einen Film, da könnt ihr das ganz genau drin sehen. So Freunde, ich habe das jetzt soweit fertig, da habe ich noch 2 Esslöffel Tomatenmark reingemacht. Füllen wir jetzt mit der Restbrühe auf, beziehungsweise mit Wasser, was immer ihr habt. Und dann würzt ihr euch das nach eurem Geschmack. Eins habe ich vergessen, ist das Schweinekrustenbraten, Kümmel. So, den Kümmel habe ich jetzt auch mit drin, füll den Topf jetzt voll auf und dann lassen wir das so köcheln. Und wie ich euch schon sagte, ich habe Soßenansatz als Film oben, schaut euch den ganz in Ruhe an. So Freunde, der war jetzt eine halbe Stunde drinne, der Braten, in dieser Flüssigkeit. Und jetzt holen wir uns den raus und dann schneiden wir das einfach an. Und zwar mache ich das, wenn ich auf der Arbeit bin, mache ich nur Streifen. Weil so kann ich mir das nachher schön als Scheiben runterschneiden. Wenn ich zu Hause bin, schneide ich mir den auch noch so ein. Aber das ist so, kann ich mir immer eine Scheibe runterschneiden und dann habe ich das nachher besser. Eins sollte man vorher noch machen. Man soll das richtig schön trocken machen, weil da nachher noch Salz drauf kommt.
So, machen wir das weiter. Und dann weiß ich auch immer gleich so ungefähr, wie viele Scheiben ich habe. Und so, da das die halbe Stunde in der Schwarte, so in der Flüssigkeit lag, haben wir denn hier nachher schöne Scheiben. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. So, das habe ich jetzt in Scheiben, das mache ich jetzt mit dem zweiten auch. Die Flüssigkeit kommt in den Soßenansatz rein. So. Ja, ist ein bisschen warm, schütze das mal da in den Soßenansatz rein. Das mache ich jetzt hier mit dem genauso. Der war ein bisschen zu weit. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht einfach zu weit machen. So, ich habe mich doch entschlossen, das in zwei Behälter zu machen. Das heißt, wir schütten uns jetzt die Soße in den jeweils Behälter rein. Ich habe hier jetzt nochmal 3 Esslöffel Senf reingemacht. Aber wie gesagt, den Soßenansatz außer Senf, glaube ich, könnt ihr halt dem anderen fehlen. Jetzt zum dritten Mal oder vierten. Nur damit ihr das wisst. Jetzt kannst du den Braten da reinlegen, Bill. Einfach ganz vorsichtig draufsetzen. Verbrenn dich nicht an der Soße. Quer oder lang? Nö, so lang. Verbrenn dich nicht. Ganz langsam. Genau, schön. In der Mitte denn. Ach so, und der andere dann. Ja, den anderen machen wir dann da. Mhm. So hast du gleich eine gute Soße, weißt du? Super. So, okay. Kannst du hier reinmachen, bitte? Den anderen packen wir dann hier noch daneben rein. So. Kannst du mir glauben, das sind für mich hier, das ist für mich eine ganz neue Welt. Ja, das ist auch in Ordnung so. So, dann stellen wir jetzt hier unten den Braten rein. Komm. Reinstellen? Ja. Der braucht keinen Handtuch, einfach so nennen. So, ja? Ja. Zieh den rüber von da über den kürzesten Weg und setz ihn oben da auf dem Gitterrost drauf. Ja. Mal gerade davor am besten. So, da haben wir jetzt den Schweinebraten drin. Den lassen wir jetzt erstmal so ungefähr für 2 Stunden drin. Ich schiebe noch ein Stichthermometer ran, dass ich so bei 66, 68 Grad. So, wir haben jetzt die 68 Grad erreicht. Jetzt holen wir den Schweinebraten raus. So, der Krustenbraten ist jetzt fertig. Den hole ich mir jetzt raus. Und zwar, ihr könnt sehen jetzt hier so die einzelnen Scheiben schon. Hier hat er schon ein bisschen, das machen wir gleich hinten nochmal, aber das zeige ich euch gleich. Ich will die mir jetzt erstmal hier reinpacken. Damit ihr das sehen könnt, der kommt jetzt hier rein. Und dann kommt er hinten noch mal im Ofen, oben unter Oberhitze. So, jetzt haben wir hier die Soße. Die werde ich jetzt hier mit in den großen Topf reinpacken. So, jetzt machen wir das hier so ein bisschen, damit die Soße da rauskommt. Ich hatte noch ein bisschen braune Soße eingefroren gehabt. Die hatte ich mir rausgeholt und aufgekocht. So. Das war das eine, jetzt kommt die zweite noch und dann probieren wir das dann nachher. So, jetzt hier noch den Rest und dann brauchen wir die Soße nur noch abwenden. Und dann haben wir eigentlich alles fertig und dann wird das nachher serviert mit Kartoffeln und Rotkohl. Wollen wir die mal probieren, was da noch ran kann oder nicht ran kann oder ran muss. Da muss gar nichts ran, die schmeckt so lecker, die kann ich so wegkümmeln. Lecker, so. Die werde ich mir jetzt noch abbinden mit Mondamin, Speisestärke und dann ist das fertig. Jetzt werde ich mir das noch ein bisschen salzen, damit das ein bisschen aufgebaut ist. Vorher versuchen wir das noch ein bisschen trocken zu machen. Dann machen wir hier unten noch ein bisschen Saft rein oder ein bisschen Wasser, damit das nicht anbrennt. Und dann kommt das gleich bei 220 Grad im Ofen. Fahr mich mal um hier. Fahr mich mal kaputt. Ja, die. So, dann haben wir das. Bisschen trocken, jetzt kommt Salz drauf, bisschen einrein. Wenn ihr grobes Salz habt, nehmt ihr grobes Salz, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Ich bin nämlich jetzt gerade auch ein bisschen im Stress, weil wir gleich Mittagsgeschäft haben und die müssen auch fertig werden. Also ich habe noch 20 Minuten Zeit und dann geht Mittagsgeschäft los, so eine halbe Stunde. Aber so ein bisschen muss das so. So, jetzt kommt das Ganze hinten im Ofen. Ich mache hier noch ein bisschen Wasser rein. Das Wasser kommt am Boden nur rein, damit das nicht anbrennt, das Ding hier drin. Das war's dann auch. Dann fahren wir das mal nach hinten und da kommt es dann im Ofen rein. Und dann wollen wir mal gucken. So, jetzt haben wir den hier drin. Ich habe eine Grillfunktion genommen. Und zwar hier oben und das Ganze auf 210 Grad, 220 ungefähr. Da lassen wir das jetzt 20 Minuten drin. So, der ist jetzt fertig. Der hat auch gut aufgepoppt. Der liebe Bernd holt das jetzt raus und stellt das hier rauf. Pass auf, es heißt, geht das Bernd oder soll ich machen? Bernd? Okay.
So, dann stellen wir hier auf den Wagen. So. Boah, das sah doch toll aus. Jetzt gucken wir noch mal mit dem Messer. Ja, hier hinten hat er nicht ganz so schön, aber hier hat er das gut aufgepoppt. Bisschen dunkel hier das Stück, aber gut. So, und so können wir das schön in den Scheiben runterschneiden. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ich schneide jetzt mal den Braten hier durch. Und zwar machen wir das hier mit dem elektrischen Messer. Immer schön Scheibe für Scheibe. Ihr könnt sehen, wie saftig er ist. Und, ja, gerade so durch. Dann muss ich noch mal ein Stück probieren. Wird lecker. Guckst du? Auch super. Gut, nachher recken wir das noch mit Rotkohl und Kartoffeln an. Ja, Freunde, das war jetzt der leckere Schweinebraten. Ach ja, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn. Wenn ihr gerne kocht oder backt, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Der ist wirklich richtig lecker, was mich persönlich selber stört. Da oben ein bisschen das leicht verbrannte, das passiert nun mal so. Aber da kann ich am meisten mich drüber ärgern, ne? Weil gerade die Kruste, das geilste von allen. Fleisch brauche ich auch nicht, ne? Die Kruste kann ich so wegessen. Aber dann geht es mir auch immer schlechter nach. Muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, wenn euch das Spaß bringt, kann ich wie immer nur sagen, macht es einfach nach. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie immer, euer Ariel. Und dennoch mal, zum Schluss kommt jetzt noch mal ein bisschen was über meine Playlisten in eigener Sacherwerbung. Hört euch das an, freue ich mich drüber. Und dann könnt ihr ein bisschen besser durch meinen ganzen Film scrollen. Gut, das war's. Bis zum nächsten Film. Der kommt auch bald wieder. Und tschüss. Weiß noch nicht was. Ich glaube Frikadelle oder Sojanka. Schauen wir mal. Und tschüss. So, Freunde, jetzt noch mal Werbung in eigener Sache. Und zwar wollte ich mal sagen, meine Playlisten, die lohnt sich wirklich anzuschauen. Da ist das alles ein bisschen besser strukturiert. Das sind über 60 Playlisten. Das heißt, ich habe da zum Beispiel einfach jetzt wie jetzt die türkische Küche oder Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegane Speisen, vegetarische Speisen, denn Sachen, die ich mal im Thermomix gemacht habe, orientalische Küche, also ganz, ganz viel so deutsche Küche, Topping, Garnierung, international, einfach nur aus dem Ofen. Also das sind Sachen, das oder jetzt um so Weihnachtszeit, denn so Ende und Gerichte und so. Ihr findet da eigentlich eine Menge, oder im Frühjahr wieder Spargelgerichte, Geflügelgerichte, Hackgerichte. Also da ist eine ganz, das ist alles ein bisschen besser strukturiert. Da geht ihr dann auf den einzelnen Listen drauf und dann guckt ihr euch das an, wenn ihr möchtet, ne? Weil bei 600 Filmen von oben nach unten zu scrollen, das ist natürlich eine Menge und das macht nicht jeder. Vielleicht helfen euch die Playlisten denn ein wenig weiter, wie mit Schmorbraten, Desserts, Kuchen. Also ihr findet da eigentlich so ziemlich alles, was ich gemacht habe. Manche der Filme sind auch älter, ne? Also die werden auch nochmal ausgebessert oder ich mache die nochmal neu oder so. Aber wie gesagt, ne? Jeder fing mal an und man versucht sich halt zu verbessern. Und in diesem Fall kann ich einfach nur sagen, es lohnt sich, die Playliste mal durchzublättern und vielleicht ist bestimmt was dabei für euch, mit Sicherheit. Und ja, dann macht das nach, wenn ihr da Lust habt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und dann kann ich jetzt einfach nur noch sagen nochmal und tschüss.